Grüßt euch, meine Milchtrinker, und willkommen zurück zu The Elder Scrolls auf Skyrim, die Special Edition. Und wir sind immer noch mit der Quest beschäftigt von diesem Turm, wo leider eine sehr, sehr nette Familie eigentlich, naja, sagen wir so, das Zeitliche gesegnet hat durch ein paar Fall mehr. Und jetzt müssen wir noch das Geheimnis trotzdem noch mal ein bisschen lösen. Aber ich habe schon gehört, wir sind nicht alleine. Wir haben immer noch diese... Gott, wie heißen die Viecher? Diese komischen... Ich stehe auf eurer Seite. Du stehst mir im Weg, das tust du. Meine Güte. So, ich glaube, wir haben hier schon alles gelootet, oder? Ja, Notfall hat ja noch drin stecken, den will ich mit dabei haben. Ich finde das immer genial, wenn die Begleiter, sprich die NPCs, einen immer schön im Weg stehen. Kamen wir davon her? Ja, okay, ich muss ja zugeben, ich habe jetzt schon extrem lange kein Skyrim mehr aufgenommen. Ich habe einfach mal ziemlich arg vorproduziert und habe dann dementsprechend auch nichts mehr in der Richtung gemacht. Aber das holen wir jetzt nach. Ich habe bloß keine Ahnung, wo es weitergeht. Ist ja nichts Neues bei mir bei Skyrim, oder? Also die Viecher, eins dieser Schaurus-Viecher klappert hier nur ein bisschen rum. Wenn wir sicher von da kommen, wir, weil hier haben wir einer der Familienmitglieder gefunden. Das heißt, wir müssen doch in diese Richtung weiter irgendwie. Was ich genial finden täte, wenn hier irgendwas in der Wand eingefroren wäre. Ja, okay, ein Hirschschild, der ist jetzt nicht so spektakulär ist. Und ich hoffe, ich übersteuere auch nicht so arg. Ein bisschen das Mikrofon ein bisschen weiter weg von mir machen. Weil sonst habe ich das Gefühl, ich brülle zu sehr rein. Okay, dann müssen wir hier wirklich hier rauf. Ach ja, und bevor ich es vergesse, Grüße gehen natürlich wieder raus an das Netzwerk Content Forge, an das gesamte Team von Cicero Shows und an die Leute, die mich kennen, natürlich. Also du bist der Halote, der hier die ganze Zeit noch am Rumklappern ist. Okay. Dann wissen wir ja, wo wir lang müssen. Wir müssen hier runter. Die Schimmelpilze sammeln wir natürlich ein. Und die Pilze hier auch. Und F5 drücken für Schnellspeichern. Was ist das denn? Starkes Gift der Erzürnung. Nehmen wir mit. Ah, da ist auch noch was drin. Zaubertrank der irgendwas. Leichtfertige Frost. Zaubertrank der kleinen Heilung. Den nehmen wir natürlich auch mit. Hier haben wir noch eine Truhe. Können wir auch mitnehmen. Hier schon wieder ein Schaurus. Ich würde lachen, wenn das die Pilze, das Futter der Tiere ist. Obwohl ich eher glaube, dass die Fleischfresser sind. Okay, hier geht's ganz schön gut tief runter. Ich sehe zwei von diesen Charos-Viechern. Okay, Arenea, so wie man sie kennt und liebt. Ja, jetzt weißt du nicht mehr, wie du raufkommst, wa? Aber einen auf blöd angreifen machen, wa? Ja, jetzt werde ich zwar auch nicht mehr da raufkommen. Ist nicht schlimm, wir nehmen hier alle Eier mit.
Weil ich glaube, die können für Alchemie ganz gut noch nützlich sein. Mal gucken, wie viele haben wir denn jetzt schon von diesen Taurus-Eiern? 31 Gewicht. 0,2. Ja, mh. Okay, jetzt alle mitzunehmen, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Weil schaut mal, rings um uns rum sind nur noch Eier. Eier, wir brauchen Eier. Nee, ich nehme jetzt nicht alle mit. Wir werden noch sehr oft die Gelegenheit haben, auf Charus zu treffen, wenn wir in die Falmerhöhen gehen. Ja, da geht's ja noch weiter. Oh ne, da hinten seht ihr das? Da hinten. Das sind schon wieder solche Käferlarven-Konkons. Wenn ich jetzt die anschieße, kommen die Viecher raus. Daneben. Die Viecher sind schon ekelhaft, aber auch richtige Feiglinge. Sag ich doch, Feiglinge. Uiuiui. Nee, ich nehme nur das mit. Ja, du feiges Stück Hundekot. Das habe ich gern, weißt? Zum Glück sind nicht bei allen dieser Konkons was drin. Das finde ich schon mal gut. Von Arenea fehlt natürlich jegliche Spur wieder. Ich mach mal kurz was durch. Ich muss mal kurz was schauen bei den Tränken. Leider gibt es keine Tränke immun gegen Gifte oder sowas. Und leider findet man in diesen Konkons auch nichts. Aber das ist auch so ein kleiner Bug, wenn die Begleiter auf einmal verschwinden und irgendwann mal wieder auftauchen. Ja, bespuck mich ruhig mit deinem Gift. Ich will erstmal dieses Viech weghaben. Ja, kommt ihr hier rauf? Nee, könnt gar nicht hier rauf, wa? Wo, was bist du denn? Die erwischen mich auch jedes Mal mit ihren Rexgift.
Alter, wie feige die sind. Warte mal, ich schau mal, ich leck mich mal ganz kurz. Ich muss mich wieso mal heilen. Einfach mal testen, ob die Viecher immun gegen Gifte sind. Na komm, trau dich raus. Eure Mutter habe ich ja schon. Nix da. Mal schauen. Habt Überreste, das ist der Vater. Oh Mann. Nehme ich mal mit. Leuchtturmschlüssel von Habt. Die hat den Habt gefressen. Arme Sau. Ich werde seinen Schädel bei seiner Familie niederlassen. Das wäre mir eindeutig zu viele Eier. Hässliches Mistviecher, hässliche. So. Es ist eine sehr, sehr interessante Höhle auf jeden Fall. Eine Sache werde ich mal ganz kurz machen. Ich werde mal meinen Bogen wieder aufladen. Das war eine mächtige Seele und das hat nicht gereicht, oder was? Sonst was Magisches hier? Nö. Eigentlich, das ist ein Frostbogen, oder? Und ich hätte eigentlich in der Situation einen Feuerbogen nehmen müssen, oder? Ja, Frostschaden. Doof. Aber dafür, das sind mehr Chaurus da als Fallmeer. Ist schon irgendwie komisch, oder? Das sind ja nur ihre Haustiere und so weiter, die Chaurus. Aber okay. Oh, noch ein tieferes Loch. Yay. Nister. Okay. War ich hier schon mal? Ja, hier war ich definitiv schon mal. Hier ist nämlich der Leichnam von Manny. Okay, jetzt muss ich nur schauen, wie ich hier wieder rauskomme. Vielleicht, wenn ich jetzt rausgehe, ist die Arena auch wieder da. Ich hoffe mal nicht, dass sie gestorben ist oder so. Nee, da ist sie. Okay. Ich will ja den Schädel bei der Frau niederlassen, bei der Frauenleiche. Okay, sonstiges.
Questobjekte können nicht aus dem. Seit wann ist denn Hubs Überrest ein Questgegenstand? Ja, okay, da möchte ich jetzt aber wissen, zu welcher Quest der auch bitte gehört. Hä? Findest du Warnflöte? Wer gibt dich da? Spreche mit Astorino, schießt er den Ausschnitt der Stimme ab. Zu den Waffen. Wenn man wacht. Zu welcher Quest gehört denn der bitte? Jetzt bin ich ganz toll. Jetzt renne ich mit einem halb verdauten Menschenschädel rum. Und toll, ich habe keine Ahnung, zu welcher Questreihe der gehört. Wenn es einer weiß, zu was dieser Schädel hier, Habts Schädel, zu welcher Questreihe der gehört, mir einfach mal bitte Bescheid geben, ja? Ich habe nicht keinen Schimmer. So, ich wollte ihn einfach nur bei der Frau niederlassen, damit die vereint wieder sind, aber gut. Wer noch nicht hat, der hat schon. Wer hat schon, der hat schon. Das ist nur die andere Frage, zu welcher Questreihe war ich eigentlich gerade unterwegs? Binne Patheas Flöte, okay. Ja, da komme ich nicht einfach so runterhüpfen, oder? Ich versuch's jetzt einfach mal. Mehr als sterben können wir nicht. Ups. Ups, ups. Ups. Und ups. Ja, jetzt haben wir ein bisschen Fallschaden bekommen. Aber hier ist eine Erzader, eine Eisenerzader, die nehmen wir natürlich mit. Das da hinten, das Grab da hinten schaut genial aus hinter mir. So, die Höhle soll angeblich unter mir sein. Wahrscheinlich in den Eisspalt hier. Ja, da führt schon eine Blutspur dahin. Okay, hier speichere ich mal normal, also nicht schnell speichern, sondern speichern. Hier sind schon mal Weinflaschen. Also wieder Banditen, die einen dezenten Getränke Dingsbums haben. Geschmack. Nee, Totenbeschwörer. Ich sehe da oben schon aufgespießte Menschen wieder. Okay, Skelette, typische für Totenbeschwörer. Was habe ich schon mal gesagt? Nur ein toter Totenbeschwörer ist ein guter Totenbeschwörer.
Oh, der hat sich das durch die Nase gehen lassen. Ich ziehe ihn bei dem Pfeil wieder raus. Ich wollte ihn jetzt kein Nasenpiercing verpassen. Hier schon wieder ein Skelett. Wer geht it? Ja, ich sag doch, allesamt Feiglinge. Nee. Was hat der hier bitte schon gemacht? Hat der Karotten genascht oder was? Wieso gehe ich wieder zu nah an das Mikrofon ran? Meine Güte, ich bin's. Das ist so ein doofer Liezen gerade. Schutzgeist beschwören. Ja, nehmen wir mal mit. Warte mal, ich müsste mal der Arenea was abgeben. Was braucht ihr, Wächter? Was braucht ihr? Mal sehen, ob ich hier was geben kann. Das, was mir am meisten wieder zuschafft, ist, sind die Zutaten wieder definitiv. Und Zaubertränke. Ja, das kann sie schon gar nicht mehr tragen. Alter Schwede, warum können die Begleiter so wenig tragen nur? Bis zum nächsten Mal, Wächter. Naja. Und das alles nur für eine bescheidene Flöte. Nur weil so ein dummer Totenbeschwörer meint, er könnte mit der Flöte die Toten zum Tanzen bringen. Was hat er dann von Toten, von tanzenden Toten? Nichts. Ich meine, so tanzende Skelette, ja, schön und gut, aber tanzende Zombies? Nö. Von mir hast du keine Gnade zu erwarten, Kindchen. Kannst froh sein, dass ich dir nicht die Sachen vom Leib reiß. War ja gerade schon wieder wie Tontauben schießen. Aufschreiben der Totenbeschwörer. Mhm. Was hatte die? Ich will gar nicht wissen, warum die Frau da Menschenfleisch im Inventar hatte. Nehmen wir mal mit. Hier darf hatten ja keine Gegner sein. Eine Truhe mit Lehrlingsschloss. Haben wir ja geskillt, dass wir Lehrling einfacher knacken können. So. Ja, hier ist auch was zum Enchargen, also zum Entzaubern.
entzaubern ja diesen Dolch der Feigheit. Dann brauche ich den wenigstens mal nicht rumschleppen. So, meine Freunde, aber die Folge endet hier jetzt erstmal. Ich mache einen feigen Cliffhanger und wünsche euch jetzt an dieser Stelle noch einen wunderschönen... Ich glaube, wir sind beim Freitag angelangt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, wenigstens einen wunderschönen Freitag oder, wenn es nicht so ist, einen wunderschönen Tag jedenfalls. Ihr wisst ja schon Bescheid. Support ist kein Mord. Einfach mal, wenn ihr Lust und Laune habt, dieses Video, dieses Let's Play, diesen Kanal überall teilen, wo ihr dürft und nur wo ihr dürft. Ich will ja schließlich, dass ihr keinen Ärger bekommt. Abonniert doch den Kanal, Freunde. Dann macht ihr euch das ganz einfach und natürlich, wenn ihr die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Bis dahin, gehabt euch wohl, euer Dovahkiin Hupacheat aka Hodi, Busroda.